Ja, so, weiter geht's. Wir wollen den Tanker räumen. Warum verreise ich eigentlich so dermaßen? Ja, wir sind ja noch recht weit am Anfang des Spiels. Wow, was war das denn? Ja. Der Tod kam überraschend. Sergeant Woods hat er eben ein bisschen erzählt. Wir leben ja weiterhin das eine Rückblende, spielen sozusagen ein Flashback. 1986. Hui. Das Deck ist sicher, das ist schon mal gut. Scheiße, wir haben Kanonenboot. Wer ballert hier eigentlich auf mich? Was haben wir denn da? Ah, ich kann noch ein Geschütz benutzen. Ach, einen Bolzenschneider habe ich auch dabei. Kugelsichere Weste schützt vor Explosionsschaden. Ja. Das ist ja schon mal gut. Alter, ihr macht mich langsam sauer. Achso. Habe ich auch ein MG? Nö. Oh, geh hoch da! Yes! Nochmal das nächste Geschütz. Auch vernichtet. Oh, wie sind denn hier? Das letzte Kanonenboot. Oh. Hey, wir sind sicher. Mach den Container auf. Was sagst du? Kann ich den noch durchwechseln? Ziel erfüllt. Komm schon, Mann. Gut, was soll ich benutzen? Da hinten soll ich was benutzen. Wie läuft der denn? Achso, den Container hier. Oh mein Gott! Oh ja, die liegen ja wohl schon ein bisschen länger. Die Leichen sind stark verwest. Die Mutter sind schon seit Wochen tot. Frank,
Frank! Ich bin's. Mason. Was haben die mit ihm gemacht, Hutz? Zerstören Sie den Hind mit dem Werfer. Was für ein Werfer? Boah, wie ich gleich tot bin. Benutzen. Ja, ich muss es erstmal einsammeln, Mann. Stell dir das mal vor. Ach, den kann ich sogar selber steuern. Scheiße. Kann auch nicht wahr sein. Keine Munition mehr. Und jetzt? Da ist wieder neue. Das ist gar nicht so leicht zu treffen. Also sowas. Jetzt aber. Ich hole ihn. Was haben wir Wurz hier bei uns? Schnell an Land bringen. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit jedes MPLA-Soldaten hier. Wir müssen los. So, jetzt kann ich nichts weiter. Fliehen Sie in den Dschungel. Muss ich meinen Kollegen Wutz hier ein wenig unterstützen. Bin da sozusagen kampflos. Sie haben uns gesehen, ja, fuck. Tot? War ein kritischer Treffer. Oh, tot. Komm schon, Wurz. Ich helf dir. Ich hab dich, Bruder. Na komm, gib Gas. Dorf voraus. Die Antenne bedeutet, sie haben ein Funkgerät. Wir können Safimbi um Evakuierung bitten. Gelangen Sie zum Dorf und funken Sie Safimbi zwecks Evakuierung an. Moment. Hinter den Stamm in Deckung. Ja. Nicht entdecken lassen. Oh, mal gucken. Was wir jetzt kriechen? Lass ihn doch erstmal hier liegen. Was zur Hölle machen die Kubaner hier? Das sind nur Kinder. Aber auch die wachsen mal zu Soldaten heran. Gehen wir. Verdeckt bleiben, den Kopf unten halten. Jo. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Okay. Auf mein Zeichen rennen wir zur Holzhütte. Rennen? Wie soll ich das machen? Jetzt!
Bewegen. Noch mehr Patrouillen. Auf mein Zeichen gehen wir zum Gras. Wohin? Boah, ich bleib hier irgendwie hängen. Jo, wir ducken und folgen. Was anderes bleibt uns ja auch nicht über. Brich. Durchs Dickicht, durchs Schilf. Position halten. Sie sind direkt vor uns. Ich sehe sie. Okay, es geht los. Raus aus dem Gras. Na dann, flott hinterher. Gar nicht erst umdrehen, nur hinterher. Aber erstaunlich, wie schnell ich doch bin mit... Du schaffst das, Frank. Mit Mason auf, mit dem Schlepptau. Ich kümmere mich um Wurz. Ah, sehr gut. Ah, hab nur die mit jetzt. Oh, ich glaube, das wird ein Problem jetzt. Das wollte ich nicht. Du schaffst das, Frank. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Wurz. Dringen Sie in das Dorf ein und finden Sie ein Funkgerät. Jo. Pass da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, ich versuch's. Ist gar nicht so einfach. So, eine kleine Handgun ist immer gut. Wenn es nichts Besseres gibt. Die habe ich hier in der Hand. Munition aufstocken. Jupp. Oh, Dragunov. Und schon ist die Gun weg. Machen wir mal voll. 200. Sehr schön. So, jetzt muss ich da rein. Oh, Schloss knacken geht auch. Tierfallen drücken zur Auswahl von Tierfallen. Jo. Kleine Bärenfalle. Ne?